Der emotionalste Teil war, als die Grenze zu dem ehemaligen hessischen Dorf Asbach geöffnet wurde. Da fühlten sich viele Leute zu Recht eingesperrt. Und da muss ich sagen, ich bin im Nachhinein unheimlich dankbar, dass das ohne Gewalt abgegangen ist. Es gab zwar zum Teil Beschimpfungen, aber es gab eben keine körperliche Gewalt. Und Wer wurde denn da beschimpft? ja, die damals Verantwortlichen. Das war ja für die Menschen in Asbach sehr, sehr schwer. Sie wissen, es gab in 50er und 60er Jahren einige spektakuläre Aktionen, Ungeziefer und wie die alle hießen, wo man Leute aus dem Grenzgebiet einfach entfernt hat, die unbotmäßig waren. Das hat man schon auch gespürt. Asbach war 3 Kilometer von Bad Sonnenallendorf entfernt. Der ganze Ort war immer auf Allendorf ausgerichtet. Dann saßen sie plötzlich eingezäunt dort mit verwandtschaftlichen Beziehungen. Im Grenzgebiet selber durfte man sich nicht treffen. Bei Beerdigungen in Asbach standen die Verwandten aus Allendorf auf der anderen Seite des Hügels. Und da sind schon Emotionen entstanden, die dann aber Gott sei Dank ja, abgebaut wurden. Die Türen gingen auf und das waren eben auch Kontakte, die ich dann mit den Nachbarn direkt geknüpft habe. Naja, bei so einer Einweihung eines neuen Grenzübergangs war es natürlich so, dass die Ordnungskräfte der DDR und unser Bundesgrenzschutz beide auftraten und das versuchten auch zu regulieren. Und natürlich waren einige der Grenzsoldaten der DDR nicht sonderlich beliebt. Das hat man gemerkt an der Reaktion derer, die sie bis dahin bewacht hatten.